Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal und zwar zu Remember Me, einem Spiel aus dem Jahre 2013. Ich spiele es hier auf meiner Xbox 360 Konsole und was gibt es sonst noch zu sagen über das Spiel? Der Publisher ist Capcom und das Entwicklerstudio ist Don't Not Entertainment, wie schon von Life is Strange, und ich dachte mir eben, dass das im Anschluss jetzt ganz gut passt. Das war praktisch das Spiel, das sie gemacht haben, bevor sie Life is Strange gemacht haben. Und wenn ihr Life is Strange gespielt oder bei mir gesehen habt, werdet ihr die Handschrift von Don't Not Entertainment ganz klar wiederfinden. Und spiele das Spiel jetzt eben gleich im Anschluss, weil Life is Strange mir sehr gut gefallen hat und mich auch Remember Me. Gamma-Einstellung, okay. Ich habe das Spiel schon gespielt. Ja, die Bildschirmgröße passt auch. So. Und ehrlich gesagt verbindet mich eine kleine Geschichte mit dem Spiel, die ich euch jetzt ganz, ganz kurz erzählen werde. Und zwar war das Let's Play, bei dem ich damals zugesehen habe, bei einem großen Spielekanal. Und ja, die haben dieses Spiel ziemlich verrissen, dieses Action-Adventure. Und ich dachte mir, also spielen die ein anderes Spiel als das, was ich sehe? Oder? Also ich fand das Spiel, ehrlich, damals an dem Let's Play richtig, richtig gut. Und die haben sich darüber aufgeregt. Und dann habe ich mir gedacht, also so schlecht, in Anführungszeichen schlecht, also das ist jetzt sehr abfällig gemeint, aber so ein Let's Play könnte ich auch machen. Das war wirklich der Gedanke damals bei dem Spiel. Und da ist dann so diese Keimzelle in mir gereift, dass ich gesagt habe, hey, Let's Plays, das könntest du doch eigentlich auch machen. Und ja, und ich habe mir gedacht, okay, dieses Spiel darf natürlich auf meinem Kanal nicht fehlen. Und eben in meiner Mini-Don't-Not-Reihe mache ich jetzt gleich nach Life is Strange Remember Me. Und wir wählen ein neues Spiel aus. Also das Spiel ist nicht blind. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus oder entfernen Sie nicht die Speichergerät, wenn das Symbol angezeigt wird. Sehr schön. So, dann sagen wir mal neues Spiel. Und wir können jetzt hier natürlich den Schwierigkeitsgrad raussuchen. Ich sage, Terroristenagent ist genau das Richtige. Für mich also praktisch normal, sage ich. Und legen wir los. Das ist auch gut zu wissen. Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub. Und wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier. Und hier. Remember to live. Live to remember. Sensen. Available October 2084. Memorize. Episode 0. Wiedergeburt. Neustart. Ah! Ah! Ah!
Haus Gedächtnis gelöscht. Svensson erwartet neue Gedächtnisdaten. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Nelin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Nelin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. Verwenden Sie rechten Stick zum Umschauen. Ja Leute, willkommen im Tutorial mit unserer Spielfigur, mit unserer Protagonistin, die wohl Nillin heißt und sich aber ansonsten wohl an sehr wenig erinnern kann oder wahrscheinlich an gar nichts. Und wir dürfen jetzt uns mal hier ein bisschen umsehen. Danke, nun bitte aufstehen. Verwenden Sie linken Stick zum Bewegen. Bitte der orangefarbene Linie zur nächsten Aufgabe folgen. Oh, zum Teufel. So, mit dem rechten Stick können wir uns umsehen und wir haben immer diese digitalen Störungen, sag ich mal. Sehr gut. Uiuiui, aber hier geht's nicht gut. Ja, uiuiui. Ich erinnere mich an nichts. Sie schwankt ganz schön stark. Ja, Leute. Das ist jetzt mal nach dieser tollen Anfangswerbung, da die sehr, wie soll man sagen, sehr, oh, da rechts oben war was. Die sehr gefühlsbetont war, sehen wir jetzt eine etwas, naja, grausamere Szene. Und wir müssen jetzt hier zu unserer kompletten Gedächtnislöschung diesem Roboter da folgen. Und rechts oben bekommen wir Nachrichten von Unbekannt. Das ergibt keinen Sinn. Genau, Nelin, das ergibt keinen Sinn. Sehr dramatische Musik auch. Wow, da fällt jetzt mir eiskalten Rücken runter. Echt? Okay, hier müssen wir uns nur anstellen. Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Ui. Schaut mal da hinten. Shit. Na, ich muss mal vortreten, oder? Ja. Nelin, kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nelin. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Lass mich nicht allein. Oh, shit. Schaut mal. Gehirnwäsche. Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Bitte bleib in der Schlacht.
Warnung aus. Jetzt sind sie aufgewacht. Nillen, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Die Tür, geh drunter durch. Schnell! Okay, da will uns jemand zur Flucht verhelfen. Oh, oh. Uiuiui. Oh, ein Mech. Okay. Das Tor ist wieder zu. Der Alarm läuft noch. So. Gehen wir mal weiter. Unbeaufsichtigter Patient in Sternengebiet. Zwangssicherungseinheit entfernt. Oh, wir müssen vor der roten Linie bleiben. Die Passage rechts von dir. Nimm sie. Okay, da müssen wir nichts tun. Auf! Steh auf. Du musst weiter. Die arme Nillin. Okay, wir müssen weiter, Leute. Oh, da ist ein Roboter. So ein Wachding. So. Oh, wo bin ich? Okay. Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach. Okay. Mal ganz kurz noch umsehen hier. Oh, das ist irgendeine Fabrikationshalle, würde ich sagen. Schaut mal, da ist so eine Art Rolltreppe. Achtung, Warnung, Biohazard. Biohazard. Ah. Eine Leiche. Bitte lass das mein Laptop sein. Was ich tue, lehrt mich, wonach ich suche. Pierre Soulage. So, ich denke zumindest, dass man den so ausspricht. Nillen, bist du okay? Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus, sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich gerade, Bruder. Und jetzt lege ich ihn im Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin, Nillen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Terroristin. Wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Remember me. Episode 1. Lausiges Leben
lausige Technologie. Das ist cool, mit dem Ladescreen immer dieses Sensen-Symbol. Slum 404. Neo Paris, Sonntag, 17. September 2084, 7.18 Uhr. Also wir befinden uns weit in der Zukunft, Leute. In Neo Paris. Und ein Typ namens Edge versucht uns zu helfen. Metro. Johnny weint. Aha. Was sind denn das für Zombies? Bruder, am Leben? Schau, Angst ein weg. Neues Wir, dunkler Schmerz, so lange suchten wir. Freund? Ich bin keiner von euch, hä? Deswegen? Oha. Und hier sind wir in unserer ersten Kampfsituation. Verwenden Sie linken Stick und A, um auszuweichen. Okay. Ich will dich nicht bekämpfen. Genau. Du musst, Nellen, die werden dich umbringen. Nutz deine Impressions. Was sind bitte... Drücken Sie... Das ist eine coole Einstellung, oder? Wow. Drücken Sie zurück, um das Sensen-Menü aufzurufen. Okay. Dann drücken Sie A, um das Combo-Lab aufzurufen. Okay. Während Ihres Fortschritts schalten Sie die vergessenen Kampfschritte, genannt Impressions, frei. Mhm. Ihre Kombos links können durch ihre freigeschaltete Impressions rechts angepasst werden. Wichtig, der erste Slot in ihrer Kombo kann nicht verändert werden. Die Eingabesequenz einer Kombo ist vorbestimmt und unveränderbar. Kraft-Impressions verursachen massiven Schaden. Verwenden Sie sie, um hart zuzuschlagen. Mhm. Erschaffen Sie eine 3-Schritt-Kombo mit den 2 Kraft-Impressions, an die sich Nillin erinnert hat. Wählen Sie eine Impression mit L, linkem Stick, und drücken Sie A, um zu bestätigen. Okay. Also wir können jetzt hier, haben wir jetzt so diese 2X, also ich spiele ja auf der Xbox 360 Konsole, also heißt das auch mit die, unsere Controller-Keys sind hier eingeblendet mit X. Jetzt wähle ich hier einen aus, wählen Sie Impression mit A. Und jetzt kann ich hier links die Impression wählen und das X ist schon vorbelegt und jetzt kann ich nochmal ein X auswählen, oder? Genau. Machen Sie das gleiche für das letzte Kombo-Slot. So, fertig. Sie haben eine 3-Schritt-Kombo aus Kraft-Impressions erstellt. Fortsetzen. Kombo-Timing-Tipp. Führen Sie den nächsten Schritt aus, wenn Sie Ihren Treffer landen. Nochmal. Führen Sie Ihren nächsten Schritt aus, wenn Sie Ihren Treffer landen. Ja, da erinnere ich mich jetzt auch noch dran. Ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe, das Spiel. Ich glaube, da muss man sehr gut mit dem Timing aufpassen bei diesen Kombos. Versuchen wir es aber mal. Drücken Sie Back, um das Combo Lab zu verlassen. So, ich weiche mal noch ein bisschen aus. Die dynamische Combo-Anzeige liefert Ihnen Echtzeit-Feedback zu den ausgeführten Kombos.
Oha, der hat nicht ganz funktioniert. Ich wurde getroffen. Das Orange hier ist mein Ladebalken. Einen 3-Schritt-Kombo haben wir aber ausgeführt. Autsch. Okay, einen hätten wir erledigt. Oh, das war ein cooler Move, ne? Der sagte, er starb zweimal. Starb zweimal. Oh. Okay, man kann zwischendurch, das wusste ich jetzt nicht mehr, auch ausweichen. Und dann die Combo fortsetzen. Das ist cool. Okay. Uiuiui, das wollten wir doch gar nicht. Was sind die? Leaper. Elende Ausgestoßene, die im Bauch von Neo Paris verrotten. Traurig. Eher monströs. Das sind die verlorenen Kinder unserer Sensen-Zeit. Zwar Menschen wie du und ich, aber Schatten unserer Schande. Wir sollen sie fürchten. Eine weitere Rechtfertigung für die erroristische Sache. Wer ist da? Die Nächste. Okay, Leute. Jetzt können wir Nilin steuern. Für die erroristische Sache. Also quasi wie eine terroristische Sache, nur ohne T. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und wir erkunden dann die Metro von Neo Paris oder wahrscheinlich die alte Neo vom alten Paris weiter im nächsten Part von Remember Me. Bis dahin, ciao!